Wir wollen heute ein paar Begriffe klären, und zwar findet man auch in Tabellenwerken nicht bloß die Dichte oder Siedetemperaturen oder spezifische Wärmekapazität, sondern auch die Begriffe Schmelzwärme, Verdampfungswärme und Ausdehnungskoeffizient. Genauso findet man solche Begriffe wie Wärmeleitfähigkeit und so weiter, da kommen wir aber dann später drauf. Also, lasst uns erstmal mit diesen Begriffen umgehen, und zwar: Ich beziehe das Ganze jetzt mal auf Wasser. Und zwar werden wir folgendes Experiment in Gedanken machen. Wir füllen ein Gefäß mit Wasser, mit kaltem Wasser. Das hat jetzt, naja, ich sag mal ganz bewusst 0,1 Grad Celsius. Also knapp, es ist gerade so flüssig geworden. Und wir machen was anderes. Wir werfen da ein paar Eisstückchen rein in dieses Wasser. Die schwimmen jetzt da drin. Und noch ein paar und noch ein paar und so weiter. Also richtig viel Eis, Crushed Eis meinetwegen, ganz egal. Das schwimmt da drin rum. Dann passiert sofort Folgendes. Dann senkt sich die Temperatur auf ziemlich genau 0 Grad Celsius herab. Wegen des Eises. Aber warum passiert das? Und na gut, machen wir mal weiter. Und jetzt dauert das so lange, diese Temperatur 0 Grad Celsius, solange, bis alles Eis geschmolzen ist. Und das diskutieren wir mal durch. Das hat seine Ursache, und zwar die Schmelzwärme. Das Formelzeichen ist klein q und s wie schmelzen. Es gibt auch die Verdampfungswärme, das wäre qv. Die ist bei Wasser, also schreibe ich QS von H2O, und jetzt kommt ein überraschender Wert. 333,5 Kilojoule pro Kilogramm. Das heißt, ich brauche, um ein Kilogramm Wasser von Eis wieder flüssig zu machen, 333,5 Kilojoule. Mal nicht vergessen, Wasser hat eine Wärmekapazität, eine spezifische. Wenn ich das um 1 Grad wärmer machen will, aber es ist flüssig, wenn es flüssig ist, von 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt, ich kriege es ganz locker um 1 Grad wärmer, wenn es flüssig ist. Aber ich brauche wahnsinnig viel Energie, wenn ich Eis schmelzen will. Diskutieren wir das mal. Wir haben uns jetzt so einiges durchdiskutiert. Ich sag's mal so, wenn ich einen Topf nehme, einen stinknormalen Henkeltopf, und so wie die Bergsteiger, und ich schmeiß da Schnee rein. Also das ist alles voller Schnee. Schnee, 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 Schnee. Alles Schnee drin. So, und ich möchte aus diesem Topf wenigstens trinkbares, flüssiges Wasser machen. Also, zuerst Eis. Schnee ist ja nichts anderes als Eis. Und ich möchte zu flüssig gehen. Zum Trinken. Also Bergsteiger, ne? Typisch. Die haben ja kein Wasser so im Hochgebirge. So, dann brauche ich dafür, wenn ich ein Kilogramm, also ein Liter Eis, dann brauche ich diese 333,5 Kilojoule. So viel Energie brauche ich. Das heißt, ich muss hier ganz lange, lange, lange Feuer drunter machen, dass hier irgendwas passiert. Und wundere mich eigentlich, Mensch, sonst kriegt man doch das Wasser viel schneller warm, denn ich brauche ja pro Kilogramm nur 4,2 Kilojoule, um das 1 Grad wärmer zu machen. Aber hier verharrt die Temperatur ganz einfach bei meinen 0 Grad. Aufgemalt als Diagramm sähe es so aus, wenn ich hier Grad Celsius, also Theta in Grad Celsius habe, und ich habe hier 0 Grad Celsius und ich habe hier 100 Grad Celsius, und ich würde jetzt richtig viel, viel, viel Energie rein investieren, und ich habe hier die Zeit, dann würde es so aussehen. Dann würde die Kurve die ganze Zeit bei 0, 0, 0, 0, 0 Grad bleiben, bis das letzte bisschen Eis oder Schnee hier drin wirklich auch noch geschmolzen ist, und dann würde es aufgehen und dann maximal bis 100 Grad gehen. 100 Grad Celsius, wohlgemerkt. Aber jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Begriff Verdampfungswärme. Und die Verdampfungswärme, die beträgt nochmal 2257 Kilojoule pro Kilogramm. Ich komme gleich drauf, kleinen Moment. Also das heißt,
Die Verdampfungswärme für H2O sind nochmal 2257 Kilojoule pro Kilogramm. Und das erklärt auch, weshalb ich diesen Wassertopf dann so lange blubbern lassen kann, bis das letzte Wasser raus ist und ich halte immer die 100 Grad. Und dann erst würde die Temperatur ansteigen. Jetzt gibt es eine Frage. So, ich habe gerade den Versuch erläutert, das werden wir dann auch in Zukunft mal machen. Und zwar, ich nehme mir hier, das dunkelblaue ist ein Draht. Das hier ist ein Draht, ein fester Draht. Das ist eine Papiertüte, wenn man die entsprechend faltet, den Trick habe ich gezeigt, das müssen wir dann als Video mal aufnehmen, kann ich eine Papiertüte voller Wasser füllen. Also, wir nehmen mal an, hier wäre Wasser drin. So, und wenn da schön Wasser drin ist, kann ich das Ding ganz beruhigt über eine Kerze halten und zum Sieden bringen. Das heißt, es kann deswegen nichts passieren, weil das Papier nämlich erst bei rund 230 Grad Celsius, also ich schreibe mal hin, T-Flamm wäre normal rund 230 Grad Celsius, aber es kann deswegen nicht passieren, weil das Papier nämlich von dem Wasser auf 100 Grad Celsius sozusagen gekühlt wird, obwohl 100 Grad Celsius natürlich auch sehr warm ist. So, das würde hier sieden, blubbern und alles. Und es passiert so lange nicht, bis nicht das letzte bisschen Wasser raus ist. Dann würde mir die Papiertüte wieder verbrennen. Also ich kann in Papier Wasser kochen, gar kein Problem. Das hat seinen Grund hier drin. Hier, ich gebe es an 100 Grad. Es siedet. Und solange nicht alles Wasser verdampft ist, ja, halte ich meine 100 Grad und kann so einen Quatsch machen. Gut, kommen wir noch zum letzten Begriff. Und zwar hatte ich ja noch gesagt, wir kommen zu Ausdehnungskoeffizienten. Ausdehnungskoeffizient. Ich habe mal ein Bild gesehen. Ich male das schnell mal. Ja, jetzt habe ich hier so ein dämliches Bild gemalt. Und zwar, das hatte folgenden Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber ich mache die mal rot. In den Schienen hatte man früher immer so kleine Abschnitte. Da wurden die Schienen geteilt. Das heißt, die Schiene wurde dann hier mit einer großen Lasche verbunden und war hier tatsächlich geteilt. Heute macht man das anders mit schrägen Schnitten, weil das hat früher immer dieses Bim, 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 dieses komische Geräusch verursacht. Das hatte man hier in diesem Fall nicht und hat die Schienen einfach so aneinander geschweißt und da ist während der Hitze Folgendes passiert, muss ich doch nochmal wieder hinmachen, haben sich die Schienen bei der Wärme so ausgedehnt, dass die Lok davor stehen bleiben musste, sonst wäre es entgleist. Die wissen ja nicht, wohin die Schienen, wenn ich mir das mal von oben angucke. Das heißt also, wenn ich hier einen geraden Schienenstrang habe und von beiden Seiten ist fest, das heißt, die Schiene kann sich nicht anders ausdehnen, dann muss sie irgendwie zu irgendeiner Seite ausweichen. Und genau das ist da passiert und da gibt es noch ein altes Bild, in alten Physikbüchern zumindest habe ich es gesehen, da hat die Schiene total verbogen. Wir wissen das alle aus Erfahrung, durch Erwärmung, erwärmte Stoffe also, die dehnen sich aus und wenn Stoffe abgekühlt werden, ziehen sie sich wieder zusammen. Und wie doll das passiert, da gibt es den sogenannten Ausdehnungskoeffizienten. Ich schreibe das Wort mal hin nochmal. Ausdehnung ist klar. Und jetzt schreibe ich es mal mit Bindestrich. Koeffizient. Der Ausdehnungskoeffizient, allgemein als Gamma angegeben, beträgt bei H2O. Oh, nee, das muss ich hier runterschreiben. Ich schreibe das mal hier, weil das so eine furchtbare Zahl ist. Ausdehnungskoeffizient Gamma von H2O, also von Wasser. Den kann ich so gar nicht angeben, denn Wasser ist eine Flüssigkeit. Aber ich habe ihn trotzdem mal mal so ein bisschen umgerechnet. Das darf man aber eigentlich gar nicht angeben. Das wären 0,000069 Millimeter, könnte man denken, aber das darf man nicht dazu schreiben, pro Kelvin. Das heißt also, ich müsste damit rechnen, dass das Wasser sich etwas ausdehnt, wenn es eine Stange Wasser gäbe. Bei Stahl ist fest, da kann man das machen. Ich zeig mal Gamma von Eisen, schreibe ich mal statt Stahl. Da ist er 0,000013 pro
Kelvin. Das ist also ein Wert, mit dem man etwas multipliziert und merkt dann, bei einem Meter dehnt sich das Ganze um 0,000 nix, das ist nicht viel, aus. Aber auf Kilometer bezogen, nicht bloß auf Meter, wird das schon heftiger. Das werden wir uns jetzt mal im Genauen nochmal angucken und nochmal durchdiskutieren. Das wäre der sogenannte lineare, ich schreibe das mal rot dazwischen, lineare Ausdehnungskoeffizient. Also in der Strecke sich ausdehnend. Es gibt noch einen kubischen, kommen wir aber dann gleich drauf. Bei Flüssigkeiten, so wie es ja Wasser ist, deswegen habe ich ja das, wie gesagt, das ist hier, das ist Quatsch. Das gibt keine linearen Ausdehnungskoeffizienten bei Wasser zum Beispiel, weil Wasser flüssig ist. Das bezieht sich auf flüssig. Bei Flüssigkeiten nimmt man den sogenannten kubischen Ausdehnungskoeffizienten. Kubischer Gamma schreibe ich mal hin. Und der ist Gamma von H2O. Ungefähr, wie viel habe ich mir da aufgeschrieben? 0,000 000207 pro Kelvin. Das ist also nur ein Beiwert, den man in eine Formel einsetzt und dann damit multipliziert. Aber das nochmal, es geht um die mit Ausdehnungskoeffizient werden wir später dann mal rechnen. Wir werden mal ausrechnen, wie weit sich eine Brücke ausdehnt, die einen halben Kilometer lang ist, und werden uns dann mal angucken, was man dagegen tut und alles solche Dinge. Aber worum es hier geht, ist, dass sich verschiedene Materialien verschieden doll ausdehnen. Und der kubische Ausdehnungskoeffizient sagt aber nichts anderes, als wenn ich einen Plastikwürfel zum Beispiel oder irgendeinen Würfel voller Wasser fülle, wie dann das Volumen größer wird. So muss man sich's vorstellen. Also hier machen wir uns jetzt nicht dran heiß, das ist nicht weiter gefährlich. Für Wasser geht das. Ich kann diesen verrückten Ausdehnungskoeffizienten, den kubischen, auch auf Stahl anwenden, aber den muss man wieder umrechnen, das ist Quatsch. Das bringt jetzt nichts. Das können wir jetzt lassen. Gut, ich mache mal kurz Pause. Achtung, Verzeihung, jetzt, das kommt davon. Also, der kubische heißt Gamma, der Ausdehnungskoeffizient heißt, wenn er linear ist, Alpha. Ich bitte um, pardon, hier, Alpha bitte. Macht man Alpha draus. Das heißt also, wenn ich vom kubischen, wenn ich vom linearen spreche, dann muss ich hier ein Alpha hingemalt haben. Jetzt habe ich einfach blöd geguckt. Ich habe mich schon selber gewundert beim Sprechen, was passiert ist. Alpha ist der lineare und der kubische heißt Gamma. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm, machen wir dann, aber ich bitte um Pardon. Was tut man dagegen in der Natur? Bei Brücken zum Beispiel achtet man drauf, wenn ihr mal unter einer Brücke lang geht, dann ist die auf der einen Seite fest, fest verankert mit dem Erdreich. Auf der anderen Seite läuft die tatsächlich auf Rollen, damit sie hin und her rollen kann, denn die wird ja länger oder kürzer. Und bei Leitungen für zum Beispiel Züge, also für die Eisenbahn, da werden diese Leitungen, wo normalerweise die E-Lok dran läuft, hier mit ihrem Pantographen und so weiter, da werden diese Leitungen abgespannt. Und zwar mit so einem ollen Speichenrad sieht man, wie da die Leitung, die wird dann hier angeknüpft, hier geht sie weiter, damit der Zug weiterfahren kann. Und dann wird die praktisch gespannt. Und dann hat man einen Haufen Betongewichte. Die laufen dann in so einem ollen Drahtkäfig drin. Schaut mal hin, wenn ihr an der Eisenbahn vorbeikommt, dann seht ihr solche Abspannungen. Warum? Die Gewichte, die können ruhig mal hoch und runter gehen. Das ist kein Problem. Wenn sich nämlich dieser Draht, also die Oberleitung, wenn die sich mehr zusammenzieht oder sich ausdehnt, dann können diese Betongewichte eben hoch und runter fahren von alleine. Das tut keinem was, das ist nicht weiter schlimm. Schlimmer wäre, wenn sie reißen würden. Oder wenn sie plötzlich zu weit durchhängen und die Lok dann sich darin verfitzt. Naja. Solche Maßnahmen. Wir werden uns noch mehr Maßnahmen angucken, die alle mit Ausdehnungskoeffizienten zu tun haben. Das heißt mit der natürlichen Ausdehnung von Materialien. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich mache das Video jetzt erstmal dicht dafür, ne? Reicht erstmal. Also.